Yeah.
Sacchetti, sind hier Geschichten. Ja, der verstehen sich auch das nicht denn exzellent. Die vollendet, die Handlung wendet, die alles, was du alles glaubst, ja, der Müller und der Haupt. Der Müller und der Haupt. Seid bei uns, danke dich. Die Fiorentino, der Meister Schneider, der anfängste Zeit wird bleiben verdienen. Heißt sie nicht blühen, der wenn dich blühen, denn auch die Freude des Kantals, sehr die Freude des Kardinals. Freude des Kardinals. Pink ihn bei euch, ein Schandals. Doch mit jemand so verreichen, von keinem so verreichen, und er hält und stimmt und braucht. Giovanni Boccaccio. Ihr seid allerneuestes Thema, Spinelloggia und Lizenza. Das ist ja auch sehr interessant. Dann wie er Rache nehmen kann, wenn ihr leset diese Sachen, wird der Beste ihr verlaufen. Das ist ja auch sehr und was ganz besonders klar, die Geschichte ist halt wahr, die soll uns, was ihr übrigens sagt, ist zu lesen, ist halt klein. Das ist der Gott. Auf dem Leben treue Menschen gesund. Und ich mache das so klug.
Ungeschickt! Aber wie denn? Selma Jochi. Also? Ist es so gut? Betrüger! Person! Ihr habt es an diesem Bild. Nicht ich! Besser so. Das habt ihr von eurer Barbe gehört. Nein, 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 nein! Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde. Gestern Nacht zum Beispiel. Punkt 12. Hört ich plötzlich eine gewaltige Stimme. Hallo, Nachbar! Volkskanzler, schon heute zurück aus Pisa? Dann wird sich euer süßes Wein, Beatrice, aber freuen. Sie erwarten euch doch erst morgen mit der Postkutsche. Na und? Warte bitte. Ich schloss mich der Reisegesellschaft des Prinzen Pietro von Palermo an, der auf Drangschau nach Florenz gekommen ist. Aber unser Herzog hat doch gar keine Kinder. Doch, doch. Eine uneheliche Tochter. Ah. Ja, eine pikante Geschichte. Ganz à la Boccaccio. Oh, Boccaccio, den Spolz hätte ich fast vergessen. Als Kanzler hat Gimmick. Wollen ihn verprügeln, bis er nicht mehr weiß, wer er ist. Leider wissen wir das auch nicht. Ah, egal, wir wollen ihn durch. Bitte, ich als Bankier für absolute Ruhe gefallen. Besser, wir fordern vom Stadtamtmann seine Ausweisung. Ausweisung? Ja. Das ist eine gute Idee. Einverstanden. Durchprügeln. Bankausweis. Obwohl ich nicht zu den Männern zähle. Ich bin ein guter Mehrmann. Und meine Beatrice wird Boccaccio niemals auf die reine Novelle geben. Sie ist treu wie Gold. Wie meine Isabella. Und meine Piemonella. Ja, bitte! Ich bin zu lieb und hab Hunger. Frühstück! Ihr Mann! Mein Mann! Euer Mann? Stopp für eine neue Novelle. Ach, es ist schlecht, noch ein heller Morgen. Beatrice! Franz Kaiser! Beruhigt euch! Wollen wir sie nicht mit einem Ständchen wecken? Ja! Eine gute Idee! Yeah.
manche Weibchen scheint von heißem Glück. Auf ihre Augen strahlet Liebesblut. Auf ihre Flügel Gatten angesicht. Da strahlt das Licht. Doch der Liebling wird von stehen. Sendet einen Feuerblick. Der gegen Liebes lehnt. Und sie sendet ihn zurück. Er ist selig, sie beglückt. Der Kraft des scheinenden Züge, was ein Weichen gar so heile und zugleich spaziert man feile. Aber ich kam auf der Stelle, meinen Stoff für die Novelle, nimm die Feder gleich zur Hand. Der Gegenstand ist allbekannt und demnach immer wieder interessant. Nur muss man verstehen und voraus zu sehen, was noch wird geschehen. Das ist doch jedem klar, was da die Welt war. Blieb ihre Mund und Gang nicht im Zusammenhang. Kennt man die Menschen nur gleich von auf die Spur. Fantasie.
Was in Zukunft besser aus. Wenn ich bedenke, was alles hätte passieren können, wenn ich nicht rechtzeitig gekommen wäre. Ja, ja, das ist wahr. Also? Thank you.
euch und eure Freundin. Meine Tochter. Ihr Scherz, Verehrte. Ihnen beide, meinen Arm, nur bis zur Kirche an. Danke. Und du lachst uns allein. Nein. Meine Aufwartung beim Herzog von Florenz kann wirklich noch warten. Und seine außereheliche Tochter, die ich, Prinz Pietro von Palermo, auf Wunsch meines Vaters aus Allianzgründen heiraten soll, noch länger. Erst möchte ich in Corvigno die schönsten und leichtlingsten Frauen von Florenz kennenlernen, denen mein Leib- und Magendichter Giovanni Boccaccio in seinen Novellen so wundervolle Komplimente macht. Am Hafen habe ich sein neuestes Werk soeben erstanden. Giovanni Boccaccio, Florenz 1338, Spinelloccio und Zeppa, habe ich gelacht. Und keiner kennt Boccaccio. Boccaccio! Giovanni! Deine schöne Angebetete ist in der Kirche. Ich weiß, aber wie nähe ich dir? Giovanni Boccaccio? Erhabener Dichterfürst. Woher wisst ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Ich bin Alessandro Piermontesi, Student. Also, Alessandro, ihr gehört jetzt zu den Auserwählten, die mich kennen. Könnt ihr schweigen? Ich bin Sizilianer. Und was sollt ihr hier studieren? Die pikanteste Florentinerin, die ihr Meister so geistvoll erscheint. Und ich möchte euer Schüler werden und auch so brillante Novellen erfinden. Er erfindet nicht, er erlauscht und erlebt sie. Erleben? Meister, weint mich an! Leonetto, nimm dich unseres neuen Freundes an. Guta, was verdienst du hier so? Wenig. Komm mit, von mir bekommst du das Doppel. Violetta, Sie kommen! Mach mich bekannt! Bin ich nicht den größten Verdienst! Fiorella! Und Fiorella Bene, so? Ja, die fleht den Himmel an, er möge sie vor einer schnellen Ehe schützen, so ein junger Tonsolet. Es ist aber auch eine Reuz mit den Männern. Vor der Hochzeit ein Verhalten und Schmalz und ein Gurgeln und Schnurren. Kaum ist man im Hafen der Ehe gelandet, schmeißen sie sich in der Küche voran. Laut, spürig und charmant und ungepflegt, richtige schlumpfende Puppen und hängen mit ihren Kumpanen betrunken in den Kneipen. Leonetto, die wäre was für mich. Oh, schon vergeben. Alter Gauner. Ihr habt ja so recht. Ganz meiner Meinung, die Ehemänner sind meine Hübel. Seit einiger Zeit spielt sich bei uns Szenen von einer Brutalität auf. Einer Brutalität, sage ich euch. Euer Mann schlägt euch? Wenn ich mit dir eine schlagende Novelle erlesen könnte, warum nicht? Meine Damen, mein Freund, Alessandro Piermontesi, Student, Sizilianer. Ein Blick in eure Augen lässt mich die Glut des Ätna vergessen. Meister, aber charmant. Ja, nicht? Darf ich euch ein Stückchen begleiten? Und wir beginnen eine kleine sizilianisch-florentinische Novelle. Wo denkt ihr hin? Mein Mann kommt gleich noch raus. Na und? Aber vielleicht. Morgen? Wenn du bist gleich morgen. Das erste Kapitel. Die Begegnung vor der Kirche. Auf zum Stadtamtmann! Ausweisung für Boccaccio! Genau, und vorher prügeln! Das muss ich sofort dem Meister erzählen! Ja,
Nur, du sizilianischer Schmalspur-Boccaccio! Der da, Boccaccio! Immer! Du kennst ihn? Nein! Bitte, weiter! Ja!